Bonjour, meine Lieben. Es ist wieder Donnerstag, ein neues Video zum Thema Backen für Freunde. Steht also auf der Tagesordnung. Ich bin die Annelie und heute backe ich mit euch gemeinsam und für euch eine Crepe-Torte mit einer leckeren Schokoladenfüllung und Himbeerfüllung. Also wir machen zwei Füllungen, die sich dann jeweils abwechseln. Super lecker, total cool und wir fangen jetzt an. Los geht's mit den Crepes. Es werden insgesamt 20 bis 30, je nachdem, mal gucken, wie groß meine Pfanne ist und wie groß eure Pfanne ist, davon hängt es ein bisschen ab. Los geht's mit 300 Gramm Mehl, die kommen durch ein Sieb in eine Schüssel. Als nächstes kommt dazu eine kleine Prise Salz, 6 große Bio-Eier, alle Eier sind in der Schüssel. Als nächstes brauchen wir einen Schneebesen. Also es ist halt tatsächlich auch ein Rezept, das eigentlich komplett ohne Küchenmaschine und Rührgerät auskommt. Und wir haben hier 900 Milliliter ganz normale Vollmilch. Und die kommen jetzt mit dazu. Unser Crepe-Teig ist wunderbar klümpchenfrei und total glatt geworden. Jetzt geht es auch schon ans Ausbacken. Ich habe hier also einmal ein bisschen Öl in so einem kleinen Schüsselchen und dazu ein Pindel. Und eine Pfanne. Die Pfanne werde ich gleich so auf mittlere bis hohe Hitze anstellen und vorher einmal mit ein bisschen Sonnenblumenöl, es geht aber auch Rapsöl oder wenn ihr mögt auch Butterschmalz auspinseln. Damit die schön gleichmäßig werden, habe ich jetzt hier so einen Messbecher. Die liegen bei mir sowieso in Schubladen rum. Das ist eine halbe Tasse, also ein halber Cup. Ihr könnt aber auch jeden normalen Schöpflöffel nehmen. Es ist halt nur wichtig, dass die Crepes gleichmäßig werden und ihr gebt immer genau so viel Teig in eure Pfanne, dass der Boden gerade so bedeckt ist. Unsere Crepes sind gebacken, ungefähr 30 Stück sind es geworden und jetzt dürfen die noch ein bisschen abkühlen, sind noch schön warm und wir machen jetzt als erstes mal die Füllung. Wir machen ja zwei Füllungen, habe ich euch versprochen. Einmal mit Himbeer und was mit Schokolade. Dafür habe ich hier 300 Gramm tiefgefrorene Himbeeren. Die kommen in einen Topf zusammen mit 90 Gramm Kristallzucker und werden da einfach bei mittlerer Hitze so lange gekocht, bis die Himbeeren zerfallen sind und anfangen zäh zu werden. Also Himbeeren gelieren auch von selber, da braucht ihr also nichts mehr dazugeben, dauert so ungefähr eine Viertelstunde und dann darf es abkühlen. Die zweite Füllung, die wir machen, wird eine Frischkäse-Schokoladen-Sahnecreme. Dafür habe ich hier so ein tolles Gefäß. 175 Gramm normalen Frischkäse, 175 Milliliter Schlagsahne und das schlagen wir dann gleich mit einem Esslöffel Sanapart auf und geben, während wir steif schlagen, geschmolzene Schokolade dazu. Unsere Frischkäse-Schokosahne ist jetzt fertig. Die darf jetzt, bis wir sie gleich brauchen, abgedeckt im Kühlschrank warten. Die Himbeeren köcheln brav vor sich hin und was wir jetzt in der Zwischenzeit machen, ist unsere Pfannkuchen zu schneiden, unsere Crepes zu schneiden. Die sehen ja momentan zwar ganz schön, aber die Ränder sind nicht so toll. Deswegen habe ich hier, ihr seht richtig, einen Topfdeckel. Der hat ungefähr die Größe von den Crepes, aber ist ein bisschen kleiner und dadurch schaffen wir es, diese unschönen Ecken abzuschneiden und dann ganz perfekt runde Crepes mit glatten Kanten zu kriegen. Jetzt steht der richtig spannende Teil an, meine Lieben. Wir dürfen unsere Crepe-Torte endlich zusammensetzen. Ich habe hier einen Drehteller, damit tun wir uns einfach nachher beim Bestreichen der Böden leichter. Außerdem die Platte, wo die Torte nachher draufkommt. Und hier habe ich mir so einen kleinen Tortenkarton, so einen Tortenuntersetzer, einfach auch mit dem Deckel passend zugeschnitten, dass er jetzt die gleiche Größe hat wie die Crepes. Und jetzt fangen wir an. Wir haben hier einmal unsere Frischkäsesahne und das abgekühlte Himbeerkompott, Himbeermus. Und wir brauchen eine Winkelpalette, zwei Löffel und los geht's. Also, ihr nehmt immer einen Crepe, setzt den hier passend auf den Unterteller und ich würde sagen, wir fangen mit Schoko an. So Ping-Pong-Ball groß maximal, würde ich sagen, gebt ihr in die Mitte. Und dann verstreicht ihr es bis zum Rand, die Creme. So, dann ist die erste Schicht auch schon fertig. Zweiter Crepe. Auch wieder schauen, dass die Ecken stimmen. Das fällt nämlich sonst extrem auf, weil wir ja die Ecken extra ausgestochen haben. Hier ist noch ein Rest. Und jetzt nehmen wir einen kleinen Klecks von dem Himbeerkompott und verstreichen das einfach mit einem Löffel. Musik.
Unsere Crepe-Torte ist gefüllt und damit fast fertig, aber das Schönste fehlt natürlich noch, die Dekoration. Ich habe hier noch ein bisschen was von der Schokosahne übrig, die werde ich gleich in einen Spritzbeutel füllen. Der Rest von unserer Frischkäsesahne ist jetzt hier im kleinen Spritzbeutel mit einer Sternfülle vorne dran. Bevor wir jetzt aber losdekorieren, zeige ich euch noch, wie wir aus so ein ganz einfachen Schokokugeln, das sind bei mir jetzt so Malteser-Süßigkeiten, goldene Kugeln machen und die legen wir dann oben mit auf die Torte. Ich habe hier ein bisschen goldene Lebensmittelfarbe, also so Pulverfarbe ist das. Und davon geben wir einfach ein bisschen was in eine Schüssel, in der auch unsere Schokokugeln sind. Und jetzt bewegt ihr einfach die Schüssel. Und ganz von selber ummanteln sich unsere Schokokugeln mit goldener Lebensmittelfarbe. Die goldenen Kugeln, die wir gerade gemacht haben, brauchen wir für die Tortendeko. Außerdem habe ich ein paar frische Himbeeren. Damit hätten wir Schokolade und Himbeer abgebildet. Und obendrauf geben wir jetzt, habe ich hier ein bisschen Backkakao und ein Sieb. Und den gebe ich jetzt, ich bestreue jetzt die Torte quasi einfach mal mit einer Schicht auf Kakao. So, das war der erste Streich. Als nächstes kommt unsere übrige Schoko-Frischkäsemasse zum Einsatz. Die spritze ich jetzt einfach auf die Torte. Und das ist das einzige Problem an Kakao, nämlich dass Sahne darauf ein bisschen schlecht haftet. Aber damit ihr, wenn es ist, einfach mit dem Finger nachhelfen und ganz vorsichtig sein. Das allerletzte Finish kriegt unsere Himbeer-Schokoladen-Crepe-Torte jetzt mit goldenen Kugeln und frischen Himbeeren. Juhu, sie ist fertig! Unsere Schokoladen-Himbeer-Crepe-Torte ist fertiggestellt. Ich finde, sie sieht unfassbar lecker aus. Ich freue mich jetzt so drauf, ein Stück zu probieren. Wobei, eigentlich ist sie zu schade zum Anschneiden. Aber ich schneide sie an, natürlich. Ich will euch ja zeigen, wie es innen drin ausschaut. Also ihr Lieben, so sieht sie aus. 30 Schichten Crepe, gefüllt mit Schokoladenfrischkäsecreme und zwischendrin Himbeeren. Ich freue mich jetzt so drauf, sie endlich zu essen. Also super lecker, schön schokoladig und trotzdem ordentlich fruchtig. Ich finde es total gut gelungen. Das Essen ist ein bisschen kompliziert, aber das ist es definitiv wert und probiert sie auf jeden Fall aus. Nächste Woche Donnerstag gibt es natürlich wieder ein Video von mir. Ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt es mit euren Freunden und abonniert gerne den Kanal und drückt auch auf die kleine Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.